Ja, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Deadlight. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo wir genau stehen geblieben sind. Ich war jetzt auch zu voll, um nachzugucken, weil der hat mich ziemlich weit zurückgeschmissen vom Speicherpunkt her, weil der das nach Kapitel speichert. Und ich glaube, hier waren wir schon. Aber... That's Ben's Motorhome. There's blood all over the driver's seat. My friends have been ambushed. Okay. Obwohl, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Also ich kann mich jetzt zumindest nicht daran erinnern, dass wir... Oh, oh. Was? Hey, be careful where you put those bullets. Let me die in peace. Sam? Is that you? Wayne? Come. Come in. Fast. What the hell happened? Everything is my fault. Sorry, Wayne. Oh, God. I'm sorry. It's okay. It wasn't a good idea coming here. They've gone crazy. Those men appeared out of nowhere and attacked us. Good God, they've shot me. I'm bleeding to death, Wayne. Where are the others? The whole world is dying. Where have they taken them? I'm dying, Wayne. You were going to die anyway. No. No. I don't want to die. No. I have to save my comrades. Where have they taken them? Wayne. Safe point. They're all there. Women. Where have they taken them, Sam? Children. Tell me now. You've got to... Women, children, my family. Carla's dead. And now you are too. I've got to get to that safe point. Oh man. Es wird brenzlig. Erstmal noch ausrauben. Danke, Kumpel. Oh. Nein, 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 hör auf so zu springen. Scheiße, ich komme da nicht so hoch. Ich habe ein Problem. Fuck, fuck, fuck. Ja, hallo? Was soll ich da machen? Hä, wie komme ich da hoch? Hätte ich da schnell sein müssen? Ist hier noch irgendwas? Ich glaube, ich hätte schnell sein müssen, oder? It's blocked. It's blocked. Na? Ja, so... Alter! Alter, ich komm nicht durch. It's blocked. Ja, hehe. Alter, was soll ich da machen? Ach so. Ich Depp. Das ist so anstrengend. Sich das alles zu merken, wenn man so viele Fähigkeiten hat. Und eine vergesse ich ja immer wieder. Ich muss mit dem Wandsprung agieren. Da bin ich immer voll gut drin und so. Jawohl. Läuft. So, hier gibt es bestimmt noch was zu holen. Ist das ein Entwickler? Bin mir nicht sicher. Mann, auf. Mach. The door is locked. To open it, we need a four-digit number. I can't continue until the number that opens the combination is found.
Ja, wo soll ich jetzt die Kombination herholen, Digga, Alter? Eins, zwei. Damit kann ich gerade anfangen. Ich hab nur echt, Alter. Glück. Ich soll euch jetzt mal vorlesen können, wa? It's open. Fortunately, it was the same number that was in the book. Ei! Ich bin einfach runtergeklatscht. Kann man so machen, sollte man aber vielleicht nicht. Oh, ey, kann ich den nicht gleich umnieten? Nein, du kommst nicht. Ja, ich habe irgendwie Angst, dass deiner gleich... Oh, oh. Komm. Och, das klappt nicht, ey. Willst du mich verarschen? Och. Spiel, Alter. Also manchmal ist schon Kacke. Ach Mann. Ätzend. Ja, ja, komm, steh auf. Headshot! Guck mal. Hast du gesehen? Hm. Ah, ich dachte, ich kann da durchkrauchen, ey. Jetzt muss ich warten, bis das Tor ganz offen ist, oder was? So. Ja, guck mal her. Fuck. Wow. Hinfliegen ist scheiße. Ja. Yeah! Randall! Bam! Bam! Yeah! Parcours! Oh, falsch. Hä? Und durch und durch und durch. Yeah! I'm alive! Fuck! So viel Zeit muss sein. Verbandsklassen. Okay, Bräune. Das war scheiße. Aber ich lebe trotzdem noch. Ging doch. Shit. The end of the line. Nobody knows when the end will come. Until it's too late. Ich sage mal, so ein offener Gully ist echt eine böse Sache. Hä? Oh, ein Flashback. Hi. I keep having this dream. I'm running through town. I don't know if I'm running away from something or if I'm running to something. Ich kann auch schnell rennen. Ich kann auch springen. See it. My house. I have to get to the house. They're in there, waiting for me. And that's when I wake up. Now's not the time for a poor man to walk here alone. Have you got a screw loose? Let me see that blood. Bites? Any bites? It's not mine. It's just as a precaution. Precaution. You know what happens. Don't come any closer. It's fine. The rat knows. The rat smells. Don't touch me. Who the hell are you? Let's go. This place isn't safe. Follow me.
für ein Freak. Alter, Achso, ich dachte, ich... Ich wollte da gucken, ob ich an den rankomme da unten. Ich dachte, da wäre noch sicher. Scheinbar nicht. Okay, ich glaube, der Typ hat ein paar Fallen gebaut. Die Ratte hat ja eine Waffe ab, hat eine Waffe abgenommen. Geh den Schatten aus dem Weg. Du bist eine neue, bis du eine neue Waffe gefunden hast. Was hat der? Oh, geil. Das ist ja geil. Nee, da will ich nicht auftreten. Wie komme ich dahinter? Oh, oh, fuck. Okay. Fum. Ist das auch nicht? I'm Harold the Rat, and this is my labyrinth. Don't believe your eyes. Gib dir aufs Maul gleich. Even if you don't know where I am, call me when you need me. A homemade trap. It has a similar mechanism to the poacher's traps that I used to find in Hope's forests. Ich hab nicht mal mehr eine Axt. Ich komme da gar nicht ran. Wait! Follow my directions until the end. You have to earn the right to finish. Was ist das denn für ein kranker Typ, ey? They will kill you if you're not smart, Mr. Wade. Was? Ich will nicht clever sein. Okay, warte mal, der macht jetzt Bumm irgendwie. Nett. Pfui. Ist halt so blöd wegen Secrets gucken, ne? Okay, Raum geschafft. Sieht auch sehr fallig hier aus. Junge. Wehe, du springst jetzt wieder. Achso. Ja, ich und der Wandsprung. Ich und der Wandsprung, wir sind Freunde. Fürs Leben. Nicht. How the hell do you know my name? The rat knows everything. The rat smells everything from down here. Wahrscheinlich mein Ausweis gelesen. War aber nicht. Dann Chef hier ran. Muss ich wohl diese Box bewegen? So was Doofes. Aber hinten ist noch irgendwas. Ach, warte mal. Ich träume von zwei Katzen, die spielen und sich in einen Koffer verstecken. Sie sitzen daran fest und bekommen das Tageslicht nie wieder zu Gesicht. Sie ersticken. Ich trage eine schwere, blutige Last auf meinen Schultern, Taschen voller Ungeziefer aus dem Wald und tote Katzen in meinem Gepäck. 27. Februar. Im Wald herrscht eine merkwürdige Unruhe. Ich spüre sie bei allen Bäumen und Tieren. Was zum Teufel geschieht in dieser Welt? Streit mit der Polizei in Südpolen. Offenbar passiert in Europa etwas sehr Schwerwiegendes. Aber sie verraten nichts. Ich glaube, sie kehren das Schlimmste unter den Teppich. Die Leute sagen, die Armee würde chemische Kampfstoffe über eine Kleinstadt abwerfen. Alle sind aufgebracht und wütend. Mehrere Polizisten sind gestorben. Aber die Regierung leugnet alles. Heute schneit es wieder und die Stille ist schaurig. 1. März. Seit meinem seltsamen Traum habe ich das Gefühl, als würde jeder Tag eine neue Revolution auf der Welt ausbrechen. Normalerweise bekomme ich von den Nachrichten nicht gerade viel mit, aber im Moment passiert etwas Bedeutsames, so viel steht fest. Shannon macht sich ebenfalls Sorgen. Sie möchte, dass wir in der Stadt Lebensmittel kaufen. Vorräte, sagt sie. Sie hat mit einigen Nachbarn gesprochen und die würden sich vorbereiten. Es hat sehr viel Spannungen gegeben, wie man sie in Europa schon lange nicht mehr gesehen hat. Eine Welle der Gewalt, ein neuer Weltkrieg. Ich sagte ja schon, dass man den Kommunisten nicht trauen kann. Ich glaube, das hatten wir ja schon, wa?
Nee. Ist manchmal schwer zu wissen, was wir hier schon hatten und was nicht. Seit meinem letzten Eintrag ist eine Woche vergangen. Ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Sie reden von einer Infektion. Auf der ganzen Welt werden Menschen krank. Sie sterben wie die Fliegen. Sie opfern Tiere. Europa ist in Quarantäne und niemand weiß, was zu tun ist. Auch an der Ostküste der USA hat es erste bestätigte Fälle gegeben. Der Premierminister sagt, wir müssten uns keine Sorgen machen. Aber niemand glaubt ihm. Ich habe meine Frau verboten, das Haus zu verlassen. Ich werde mich um alles kümmern. 10. März. Wir hatten eine Versammlung im Hauptbüro. Einer der Mounties-Direktoren hat uns aufgesucht und uns Ratschläge gegeben sowie Informationen. Offenbar haben wir es mit einer Tollwut-Epidemie zu tun. Aber das Virus ist mutiert, behauptet er. Und wie bei jeder anderen Epidemie müssen wir in Umgebung mit Wildtieren bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen. In einigen Fällen tragen sie die Schuld an den Toten und den Verstümmelungen, ebenso wie an anderen Problemen im Wald. Wird ein Mensch angegriffen, zeigt er sofort dieselben Symptome. Wir müssen bei jeder Sichtung im Wald sofort Alarm schlagen. 12. März. Die Welle der Gewalt breitet sich außerhalb Europas aus. Es heißt, die Krankenhäuser wären nicht auf sowas vorbereitet gewesen. Aber was genau bedeutet sowas? Wovon reden Sie? Von einer einfachen Tollwut-Epidemie? Verdammt, sie haben uns bloß abgelenkt. Ich glaube ihnen nicht. Die Menschen hier sagen, alles sei unter Kontrolle. Nicht mehr als 300 Leute werden betroffen. Aber meinen sie damit die Toten oder die Infizierten? Diese widerlichen Politiker lügen einfach immer weiter. Heute ist ein Flugzeug in den Golf von Mexiko gestürzt. Fast 150 Vermisste. Und wird Gott irgendetwas tun? Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich weiß, dass jeder wilde Fuchs, den ich da draußen beschütze, stärker und gerechter ist als der Gott, zu dem sie beten. Ich muss wieder in den Wald, zurück an den Ort, an dem ich der sein kann, der ich bin, und an den ich keine Sorgen habe. Ich glaube, ich habe ein bisschen was zu verpasst. 16. März. Niemand geht mehr alleine auf die Straße, nur noch in Begleitung. Wir können die Angst förmlich mit Händen greifen. Sie haben einige Bilder im Fernsehen gezeigt. Ein Mann ging in eine Bank und griff die Angestellten und Kunden an, ohne ein Wort zu sagen. Er nahm kein Geld mit. Und als er rauskam, wurde er von der Polizei erschossen. Aber er ging furchtlos weiter auf sie zu. In letzter Zeit ist im Fernsehen zu viel Blut zu sehen. 23. März. Meine Frau Shannon ist sehr nervös. Aber sie will nicht, dass Lydia etwas merkt. Wir wollen sie da raushalten. 25. März. Wir haben den Kontakt zur Außenwelt verloren. Gestern habe ich den Fernseher eingeschaltet und es wurde nur ein Notfallsignal zusammen mit einem sehr lauten Piepen gesendet. Und diese Feiglinge in Ottawa verstecken sich. Das Radio funktioniert auch nicht mehr. Wir können nichts hören. Okay, der Lokalsender geht noch. Aber der spielt den ganzen Tag bloß Musik. Niemand redet. Niemand sagt uns irgendetwas. Überall nur dieses Schweigen. Das haben wir schon. Okay. Ich finde es aber auf jeden Fall sehr gut, dass man da so ein bisschen Vorgeschichte erfährt. Das Spiel ist sowieso sehr, sehr gut gemacht. Ich fluch gerne mal, wenn ich nicht weiterkomme. Auf Anhieb. So bin ich. So. There's no time for questions. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. Oh fuck! Ui. Nein! Ich würde da gar nicht runterfallen. There's no time for questions. There's no time for answers. Lass mich mal am Arsch lecken. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. Komm da hinten. Hört ihr mich nicht? Alter! Ich komme da noch niemals im Leben durch. Vielleicht muss ich einfach nur schnell sein. Und dann muss ich bei den hinteren springen.
glaube, so wird das gedacht sein. Why aren't you coming with me? Yeah! Fuck yeah! Oh oh. Nimm nochmal eine. Ich fahr nochmal eine Runde mit. Runde mit. Und vielleicht kann man den hinten rausraumen. Ja, wer hat's gedacht? Geheimnis gefunden. Der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet J.L. Baymar. Yo! Der Verbandskasten. Brauchen wir nicht. Warum bricht die Leiter? Bestimmt gleich. Ich wusste es. Okay, das ist schlau gewesen. Hätte ich springen müssen. Ihr Schweine! Also muss ich noch meinen Ausweis mitnehmen. Also ne, Verbandskasten ist das. Sorry. So, ich muss schnell sein, springen und schnell sein. Und springen. Und... Oh Gott. Oh Gott! Okay, ich hätte das in einen Zug durchziehen müssen, glaube ich. Dann, 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 dann. Nochmal in schön. Sollte schon irgendwie passen, hoffe ich. Mutti! Mutti! Alter, da komme ich nicht rüber. Also der erste ist kein Problem, aber der zweite ist ein Problem. Ich muss sehr genau springen. Ich bin so bescheuert. Gut, das geht. Okay, man muss halt sehr genau springen. Und ich darf danach nicht mehr springen. Thomas, aus. Nicht springen. Hör auf. Oder so Reflex, weißt du. Hui. Hui. Fuck the Reflex. Der hat eine Schleuder. Ja? Quick, you're doing very well. Follow the directions. They'll take you to the end. Ich muss noch umgegen schießen. The trap door is closed. It has a precarious opening mechanism that I can't manipulate from here. Das macht ja bestimmt die Falltür auf. Ich muss mir die Schleuder holen. Mit der Schleuder muss ich da oben gegen schießen. Gell? Warum lacht der? Gib mir einen Ausweis. Noch eine Seite, die aus dem Gedichtsband gerissen wurde, den ich im Wartungstunnel gefunden habe. Hier steht ein Gedicht. Ein Windstoß fuhr aus den getränten Auen. Es blitzt ein rotes Licht. Alter, ich wollte das lesen. Kann man da irgendwas... Das sieht so komisch aus. Okay. Okay. War da noch was? Man muss sich hier alles ganz genau angucken, ne? Ja. Eine Schleuder also. Komm bei Zelda. You're doing very well, my friend. Not everyone gets this far. It's always difficult to stay on your feet. Wann hat er das alles gebaut? Wait. I need to find my friends. Wie lange ist diese Epidemie schon? To the safe point. Kann ich dir hinter? Nein. Nutze die Schleuder, um kleine Objekte zu beseitigen. Das leuchtet. Oh oh. Ist da oben noch was? Moment. Nope. Räume. Guck mal, der zuckt noch. Und go! Wow. Walls are full of paintings. They look like symbols to navigate through the labyrinth. Mhm.
Mann! Was ist denn das für eine Kacke? Ich würde nicht, ich würde alles ein bisschen früher sehen, damit ich da auch reagieren kann. Cheep, 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 cheep. Ach du. Oha, halt dich fest. Ich wollte doch nur testen, ob man da oben rankommt. Scheinbar nicht. Aber das sieht komisch aus da drüben. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt springe, dann bin ich Matsch. Andererseits. Scheiß! Ja, da war noch was! Ich wusste es. Beim Landen, ja, bla bla bla. Ich will da oben erstmal hin. Da ist noch was! Fast ein Secret verpasst, ne? Och nö. Oh, er lebt noch. Ja. Kann man dich da hinten noch abknallen? Nur so eine Frage. Tschüssi. Dir fehlt übrigens ein Arm. Okay, na dann. Was? Bitte? Ernsthaft? Scherz? Boah, ey, das ist ja übel. Der Typ hat... Crazy old man is playing. Okay, da unten sind nur Stacheln. Ja, der hat Langeweile scheinbar, der blöde Sack. Nee, nee. Ja. Der Windbreaker, Alter. Das geht nicht gut. Aber so geht's gut. Uiuiui, aber schön knifflig. Macht Spaß. Was jetzt knifflig ist, geht eigentlich. Du Scheiße. Das muss ich jetzt hier so... Ah, ich weiß schon wie. Erstmal darüber. Nicht darüber. Guck mal, der hängt noch. Mann, ey, manche Fallen sind aber auch echt assi, oder? More of those strange symbols. Ja, wir können sie nur nicht so gut sehen wie du. Chubidubidubidu. Nee. Wow. Oh fuck! Komm. Scheiße, er kann nicht schießen. Mann, so sollte das nicht enden. Ich muss da irgendwie den Winkel finden. Oder ich muss schnell sein, was mich vielleicht noch ein bisschen mehr ankotzen würde. Weil ich bin nicht schnell. Ja, strange symbols, bla 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 bla. Einmal Preis ab. Warum kann er denn eigentlich nicht beim Hängen schießen? Mann! Junge! Mal hältst dich fest, mal nicht. Entscheid dich doch mal. Oh. Also, manchmal ist das mit der Steuerung doch ein bisschen verkackt. Zu ungenau. Weil man echt nicht weiß, was man... Was er nun tut oder nicht? Danke. Warum kannst du jetzt hier nicht schießen?
Okay, mein Plan ist für den Arsch. Aber wie schieße ich darauf bitte? Ja, egal. Ja, Mann. Fuck you. So. Alter, ich war doch drunter. Meine Fresse. Man kann ja auch pingelig sein. More of strange. Ja, fucking hier bloß. Schnauze. Danke. Ach, von hier ballert man rein. Nice. Kann ja jetzt stehen. Boah, ey. Wie gesagt, wehe nicht. So. Ich trau mich schon gar nicht mehr. Was kommt da? Was kommt da? Nichts. Geht das gut? Come on! Ihr lebt doch. Ernsthaft? Der Junge kann nicht schwimmen? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann.